Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir sind hier hart am Kämpfen und sieht auf der einen Seite gut aus, weil wir hier oben in Calais drinnen sind und das gleich wahrscheinlich haben. Die Mauern waren da schon, glaube ich, kaputt, ne? Ja. Aber das andere hier, das ist alles so ein bisschen schwächlich. Ich denke, das schaffen wir auch nicht. Wir haben hier auch noch den Portugiesen drin und da müssen wir mal gucken, dass wir das ändern, glaube. Was steht hier unten eigentlich? Ja, lassen wir mal gerade ein bisschen laufen, aber ich glaube, hier brechen wir definitiv ab und gehen dahin. Und ich glaube, auch dieses hier wird nicht von Erfolg gekrönt sein, deswegen rücken wir da besser raus. Hier, oh, da unten sind schon Engländer mit Schiffen unterwegs. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Aber ich denke mal, da kommt auch was uns zu, auf uns zu, was zu, so heißt. Oh, da sind schon 10 Truppen. Wo kommen die denn jetzt mit mal her? Okay, dann sind die schon aufgerieben. Da oben Verteidiger Desertierung. Wieso sind die denn da alle einzeln? Das sieht auch nicht gut aus. Die sind gleich auch weg. Obwohl, hier haben wir Überhand gekriegt. Und die stehen da rum und gucken zu, die Leute aus der Provence. Das ist nicht gut. Aber hier verlieren wir auch. Schlecht, ganz schlecht. Wir müssen gucken, dass wir einen Frieden kriegen. Wir haben gerade kein Dingens frei. 7 zu 8. 7 zu 2, das ist gleich hier durch. Was passiert hier oben? Ach, guck, da sind 11 Truppen neu gekommen. Adenau, das war da, glaube. Genau, die ziehen sich dann wohl zurück. Genau so ist es. Und die Schlacht ist auch verloren. Okay, da Calais, Laon und raus da. Können wir schon hier was machen? Nein, ach, da brauchen wir nirgends Diplomaten für. Halt mal an, irgendwas müssen wir erst lesen. Nicht vergessen. Aragon. Österreichs Meinung über Frankreich hat sich plus 60 geändert. Provence Meinung über Frankreich hat sich um 60 geändert. Ich glaube, das nehmen wir, weil die Provence ihre Meinung positiv ändert. Gut, und jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Da sind 11 Truppen. Irgendwie müssen wir mal gucken. Oh, das ist ja hier 200. Gut, dann klicken wir da mal drauf. Ne, Bündnis nicht. Beziehung, Beziehung, da ist Beziehung. Ah, mal gucken, da müsste ja gleich die Mahnung kommen, Meldung kommen, dass das sowieso nicht mehr besser geht. Die sind ganz aufgerieben. Wir haben auch kaum Nachschub hier, können sich auch nicht aufrüsten, wieder die Truppen. Wo ist denn der andere unterwegs hier? Auvergne, ja. Einen müssen wir abziehen. Ich glaube, wir ziehen den ab. Beziehung stoppen. Okay. Müssen wir gerade laufen. Den ziehen wir mal zurück, aber über einen anderen Weg. Da werden sie schon wieder aufgerieben, welche. Die werden leider nicht wieder aufgerüstet. So, verhandeln wir schnell mit den Engländern. Irgendeiner Form, wenn da was geht. Geht aber nichts. Das wird ein weißer Friede erstmal werden müssen.
wenn sie es denn dann annehmen. Ja, das Angebot ist abgelehnt. Was steht da? Oh, der General ist tot. Ah, das ist aber schade. So, da oben sind noch Truppen wohl, die weiterkommen. Kann das sein? Hier sind Portugiesen. Was machen wir hier eigentlich für eine Verbesserung? Was ist das hier? Pferdmarktplatz und da. Sieht genauso aus. Und was ist dort? Ah, da ist eine Konvertierung zugange. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie verkriechen, oder wie sehe ich das? Ah, okay. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen Soldaten anheuern. 19, 20, auch 20. Dann werden auch immer teurer. Da kommen denen dann auch noch. Und die kommen hier unten auch noch weg. Wir holen jetzt ganz viele Söldner. Das war's. Keine Söldner mehr möglich, steht da. Die marschieren nach hier unten hin. Die auch. Weil das sind einfach zu viele, ne? Da haben wir gerade keine guten Karten, wenn wir da bleiben, würde ich sagen. Unsere Armee zu verlieren, ist nicht gut. 11, 6, 12. Wir müssen aufrüsten mit den Söldnern und dann schauen, ob wir dann eine Chance gegen haben. Ah, da sind wackere Kämpfer unserer Verbündeten. 15. Ziehen wir alle zusammen. Hier unten ist auch noch eine. Da kommt auch noch eine. Ja. Ich glaube, die laufen alle jetzt in die richtige Richtung, oder? Der auch, ja. Wie viel haben wir? 21. Sieht man jetzt gerade nicht so sehr. Da oben die kämpfen tapfer. Und wir halten uns gerade raus, ne? 25, 26, 27. ...28. Gut. Die können sich nicht vereinigen, oder wie sehe ich das? Eigenartig. Ach so. So, dann die zueinander. Und dann greifen wir mal hier. Die Portugiesen rücken immer mehr nach, ne? So, mal gucken, ob wir die kriegen. Wäre sinnig. Nein, sie laufen weg. Können wir noch Truppen nachrüsten? Gucken. Das dauert aber zu lange. Und da oben wird auch gekämpft. Dann müssten wir mal dahin. Da ist schon Nachschubmangel.
Kommt schon. Kann er sich so tatenlos zugucken da. So, jetzt geht's rund. Und da rücken sie zusammen. Oh, da kommt eine Hauptarmee. Das ist nicht gut. 18. 7. Und dann müssen wir da weg. Wir werden noch unterstützt. Komm, siegreich werden und weg. Nee, komm, wir ziehen nach hier weg. Das hat da keinen Sinn. Portugiesen müssen wir hier loswerden, aber wie? Wenn wir da drauf treffen, dann haben wir verloren, würde ich sagen. Was war das? Ach so, das ist jetzt hier die anderen Kriege, Kleve, ja. Aragon und Castile ist das, glaube ich, ne? Das müsste Navarras ist auch noch. Ne, dann war Castile der Aragon gar nicht dabei. Okay. Ah, jetzt können wir sie vereinigen. Wieso haben wir keinen Anführer? Ach so, der war ja gestorben. Okay. Gut. Ja. Weiter geht's. Wir sind noch unterwegs. Gucken, dass wir die portugiesische Truppe da erwischen. Aber das Land liegt direkt neben dem, ne? Oh, da unten kommen noch mehr Portugiesen. Das ist doch nicht wahr, oder? Wir ziehen zurück und gucken zu, dass wir da hinterherkommen. Dem zeigen, wo der Hammer hängt. Es wird hier schon schwierig genug. Aber 27 Truppen, da brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Kommt, rückt nach, damit wir da verstärken. Komm, komm, komm. Ah, oh, ist nicht wahr, oder? Die ziehen nach da zurück, okay. Wo sind die 27 Truppen jetzt hin? Ich sehe sie nicht mehr. Was? Das kann doch nicht sein, oder? Warum ziehen die dann da mit hin? Ist nicht zu glauben. ...1928, englische Truppen da oben. Ah, Mann, Mann, Mann. Da oben ist ein Schiff. Sind nur Schiffe, aber wer weiß, was da noch drauf ist. Portugiesen müssen wir hier raus haben. Rückt noch nichts nach momentan. So, jetzt sollte das klappen. Und wenn wir die raus haben, müssen wir noch da. Und diese hier schlagen. So, darüber. Kommen dann gleich direkt da rein. Mit Portugal. Wird das auch nichts. So, jetzt kriegen die da einen auf die Mütze und da regen sich schon die Engländer. Oder? Wenn die da reinmarschieren, dann ist schlecht. Die kommen. Aber 8 ist egal. Nein, die 20 kommen auch. Ah.
haben wir gerade Pause, gucken, ob wir noch Truppen rekrutieren können. Ein bisschen Geld haben wir, aber... Oh doch, da geht sogar was. Na, das ist Geld alle, dann geht nichts mehr. Okay, auf, weiter geht's. Aber das sieht nicht gut aus. 27 zu 24 wäre das dann, aber die Schlacht können wir vielleicht noch vorher gerade gewonnen haben, oder? Können wir in irgendeiner Form was verhandeln? Ich glaube nicht. Ja, wir sind besser geworden, aber... Gucken, ob wir einen weißen Frieden hinkriegen. Lehnen ab. War klar. Wo sind die jetzt? Ach, sind schon da. Alles klar. Das sieht nicht gut aus. Wenn die jetzt noch nachrücken, haben wir verloren. Gut, aber ich würde mal sagen, wie der Kampf ausgeht, das sehen wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.